Ahmed, bist du aufgeregt? Ja, etwas. Mein erster Podcast. Der erste, den wir überhaupt aufnehmen hier, ja. Und du gleich als erster Gast. Eine richtige Ehre. Ja, ich glaube auch. Hast du denn ansonsten schon Podcast-Erfahrung? Nee, nicht wirklich. Also, wenn ich gerade mit der Kamera aufgenommen wird, ist es dann überhaupt noch ein Podcast? Ja. Ah, gut, ja, dann ist es meine Wir erste machen das jetzt Erfahrung. so. Ich habe nämlich auch keine Podcast-Erfahrung. Ich glaube, es gibt auch welche mit Video. Ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich. Hörst du denn viel Podcast? Ja, sonst wäre das ja nicht meine erste Erfahrung. Also, nein. Ach so. Ja. Okay. Nee, ist gut. Also ich habe schon mal welche gehört, aber so richtig auskennen tue ich mich damit nicht. Wir machen das jetzt aber trotzdem. Das ist nämlich so, ja. Ich bin hier ja bei Pengotronics reingekommen 2020. Ja? Ich aus der Uni gefallen, so als richtiger Grünschnabel. Und da habe ich eine Sache gemacht. Ich habe als kleines Kennenlernspiel, um richtiger Gelbschnabel zu werden, habe ich jedem im Team quasi dieselbe Frage gestellt. Weißt du noch, welche das war? Du hast da mehrere Fragen gefragt, aber ich glaube, ganz am Anfang war es, wie man hier aufgeschlagen ist. Ja. Und ja, wenn wir dann nochmal so abends bei mauschligerer Atmosphäre zusammensaßen, dann habe ich nämlich noch eine zweite gefragt. Weißt du, was die ist? Ja, für meine Taschenlampe hat, was ist das schlimmste Bug, den du jemals gejagt hast? Wie lange warst du dahinter her? Und wie viele Zeilen Code waren es? Weniger ist besser, denn das sind so die richtigen Gruselgeschichten. Weißt du, so monatelang gesucht, eine Zeile geändert. Ja, und solche Geschichten hatten wir. Also da kamen die Kollegen mit den schlimmsten Sachen um die Ecke. Und wir haben uns immer gedacht, das taugt eigentlich auch als Podcast und das müssten wir mal machen. Und ja, machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Du bist der Erste. Oh. Deswegen frage ich jetzt nochmal, obwohl ich es ja eigentlich schon mal gehört habe. Wie bist du hier reingeraten? Ja, also das Jahr war 2018, da war ich frisch fertig mit dem Studium. Ich habe eigentlich schon immer gern was mit Systemprogrammierung gemacht. Und ja, da habe ich mir gedacht, es wäre doch toll, wenn man an freier Software arbeiten kann und da Systeme programmieren kann. Ja, aber der bezahlt einen ja keiner für. Ja, in meiner Freizeit nicht, das stimmt schon, aber hier ist es glücklicherweise ein bisschen besser. Also es gibt genug Firmen, die Linux in eingebetteten Systemen einsetzen und die brauchen Support. Und ja, das biete ich hier an. Also wir bieten das hier an und es macht eigentlich recht viel Spaß. Also ich bin eben Hardware-Team hier. Wir bauen Hardware, die wir dann in unserem Shop verkaufen. In welchem Team bist du? Ich bin im Kernel-Team. Also mache ich unter anderem Kernel, aber auch einiges an. Also im Grunde mache ich Hardware-Enablement. Also ich kriege Hardware von den Kunden, manchmal auch von euch, aber normalerweise eigentlich außer Haus und schaue dann, dass da ein Linux hochkommt, dass der Bootloader hochkommt, dass das Linux hochkommt, dass die Treiber die nötigen Funktionalitäten zur Verfügung stellen, damit die Kunden damit loslegen können. Ich glaube auch, dass es das Team mit den schlimmsten Bugs hier, also mit den schlimmsten Lagerfeuer-Gruselgeschichten-Bugs. Also die Grafikentwickler haben Oh, schon lustige Bugs auch. Aber ja, die Kollegen haben auch einiges an schlimmen Bugs jagen müssen über Monate hinweg. ja, okay. Ja, bei den ja, Grafikteam haben wir auch noch. Da werden wir uns, glaube ich, auch noch auf spannende Themen freuen können. Wenn wir noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Das Ja, wissen wir ich noch gar hoff's. nicht. Ja, es muss ja erstmal eine Erfolgsgeschichte werden, bevor es eine Geschichte wird. Ja, Integrationsteam haben wir auch noch. Da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht findet sich da noch wer. Und was ist deine Gruselgeschichte? Ja, die Gruselgeschichte, die ich mir da ausgesucht habe oder die ihr ausgesucht habt, war 2019. Also da war ich jetzt schon ein halbes Jahr hier dabei und da durfte ich dann meine erste monatlange Bugjagd machen. Wie lange hast du gesucht? Was? Wie lange hast du gesucht? Weißt du es? Ja, also das Problem hatte ich das erste Mal im Januar bemerkt und tatsächlich habe ich es dann im Oktober gefixt. Es war nicht am Stück, denn ja, man muss auch andere Sachen machen. Aber ja, das hat mich schon beschäftigt die ganze Zeit und ja. Du hast mir den Patch mal rausgesucht.
Ich hab gezählt. Willst du wissen, wie viele wirklich signifikante Codezeilen es waren, die du geändert hast? Sag, ich glaube, ich würde mal sagen, so ein halbes Dutzend vielleicht oder so. Ein halbes Dutzend sind 6, ne? Ja. Also ich bin bei ungefähr 10 rausgekommen. Okay, ja. Ja, fast. Ja, hat zu viel kommentiert, ne? Tja. Worum geht's? Wo sind wir? Welches Stück Software? Das war ein Bootloader. Und ich hatte eigentlich einen ganz simplen Task, nämlich der Benutzer der Hardware soll halt sehen, dass das Gerät angeschaltet wurde und deswegen soll die Hintergrundbeleuchtung angehen. Das ist normalerweise jetzt nichts Komplexes. Wir haben LEDs hinterm Bildschirm und die sollen jetzt gespeist werden. Ja, war eigentlich gedacht, mache ich an einem Nachmittag. Habe ich angeschaltet, aber dann stürzte der Bootloader ab. Und als ich mir das angeschaut habe, war das an einer ganz anderen Stelle, bevor da überhaupt die Hintergrundbeleuchtung angefasst wurde. Ja, ich glaube, wir kommen schon ein bisschen schnell rein jetzt, aber es teasert ein bisschen an, ja. Mein Desktop hat auch einen Bootloader, ja. Um den geht's nicht, wa? Sondern es geht um andere Geräte. Ja, das kannst du jetzt nochmal wiederholen. Der Bootloader, ja, auf was für eine Art von Hardware kommt der zum Einsatz? Ist ein eingebettetes System, ist halt auf die eine Funktion zurechtgeschnitten und das war halt ein Bedienpanel für eine Anlage. Also ein kleiner ARM-Prozessor. Genau, ja, ein kleiner ARM-Prozessor mit einem Bildschirm. Also das Gerät als Ganzes ist quasi nur ein Bildschirm mit einem Prozessor dahinter. Ja, und ich weiß schon, dass wir heute eine ganze Menge Themenbereiche berühren werden. Und grundsätzlich ist die Idee von dem Podcast auch, dass wir dann wirklich da mal reingehen und gucken, wie man sowas debuggt und wie die Hardware funktioniert und so. Mhm. Ich glaube, heute gehen wir nicht so in die Tiefe, weil es ist eine ganze Menge Zeug. Heute lehnen wir uns ein bisschen mehr zurück und genießen einfach deine Erfahrung mit dieser Gruselgeschichte. Wie hat es angefangen? Du hast es schon gesagt, die Display-Hintergrundbeleuchtung sollte im Bootloader angehen. Ja. Also es ging sonst im Linux an, wenn das ging. Ja, das ging. Also im Linux wurde dann auch tatsächlich was angezeigt, nicht nur einfach einen leuchtenden Bildschirm. Und da ging auch die Hintergrundbeleuchtung normal. Aber weil das ein kleines bisschen dauert, bis man alles im Linux sehen kann, sollte halt schon im Bootloader direkt am Anfang die Hintergrundbeleuchtung an sein. Dann sieht der Benutzer, da tut sich was. Okay, und du hast, grundsätzlich lief der Bootloader auf dem Gerät und dann hast du eine kleine Änderung gemacht, du hast es draufgespielt und alles kaputt. Genau, ja, dann ging gar nichts mehr. Also es blieb hängen und manchmal habe ich auch sehr komische Sachen auf der Konsole gelesen. Okay, du hattest mal erzählt, dass der im NAND-Code hängen geblieben ist. Ja, genau. Also das Gerät hatte zwei Flashes. Einmal ein Spy-Flash, da kam der Bootloader von her. Mhm. Das hat funktioniert. Und das Linux war auf einem NAND-Flash. Und während des Auslesens des NAND-Flashes ist was sehr stark, sehr hart auf die Bretter gegangen. Und ja, dann ging es da nicht mehr weiter. Aber das war halt, ja, vor der eigentlichen Änderung, die ich gemacht habe, nämlich die Hintergrundbeleuchtung anschalten. Also die Hintergrundbeleuchtung ging auch tatsächlich an. Das war, hat der Teil noch funktioniert? Wenn du den NAND-Code ausschaltest, ja. Aber das war halt erst später. Also schon alleine dadurch, dass er da war, aber nicht lief, hatte das Auswirkungen auf Sachen, die davor kamen. Okay. Ich glaube, das wird noch relevant. Ich glaube, das wird noch relevant. Wie ging es denn eigentlich weiter? Also, es war so, du hast das Gerät gekriegt. Hat sich hardware-technisch irgendwas geändert? Oder? Ja, das sollte ich natürlich noch dazu sagen. Ja. Also, es war neue Hardware. Also, ich hatte das schon seit ein paar Wochen auf dem Schreibtisch. Aber das war halt noch nicht so erprobt wie die Hardware davor. Und die neue Hardware hatte ein Redesign. Also, das Board wurde redesigned, es hatte mehr Speicher, ganze 512 Megabyte jetzt. Vorher waren es nur 256. Und ja, finde es jetzt sich komisch verhält und mit der alten Hardware über Jahre eigentlich keine Probleme waren. Ja, da war natürlich der erste Gedanke, liegt es vielleicht an der Hardware? Nein, das ist immer die Software schuld.
Als Vertreter des Hardware-Teams kann ich dir sagen, es ist immer ein Software-Problem. Ja, ich sag noch dazu, dass ich versucht habe einzugrenzen, wo das Problem passiert. Da habe ich dann halt in ganz ganz faul überall so Printfs reingemacht, also dass ich da ausgebe, wo bin ich gerade. Und als ich das gemacht habe, ist das Problem verschwunden. Das macht natürlich stutzig. Wenn ich mir das Problem anschauen will, dann verschwindet's. Und bei solchen Effekten ist manchmal auch die Hardware schuld, besonders wenn es um Speicher geht. Also über welche Integrationsebene reden wir? Also es ist nicht so, dass sie jetzt halt quasi einen Raspberry Pi genommen haben und das ist alles quasi fertig drauf und dann stecken sie es auf dem Board, sondern es ist wirklich so, dass sie selber quasi ihren RAM angeschlossen haben. Genau, ja. Also man kauft einen, also nicht wir, also der Kunde kauft den RAM ein, kauft einen Prozessor ein, hat ein Board designt, hat beides drauf getan. Und wenn man diese Integration selbst macht, dann ist man halt auch selbst dafür verantwortlich, dass man die Timings richtig hat, nämlich dass der Prozessor und der RAM-Baustein aufeinander abgestimmt sind, damit es funktioniert. Also es könnte in diesem Moment jetzt noch alles verkehrt sein. Ja, also es verhält sich sehr komisch, da muss was Grundlegendes falsch sein. Okay. Und was hast du gemacht? Du hast erzählt, Printcast, Textausgabe hast du gemacht, ja? Ja. Wo geht die denn überhaupt hin? Die kommt auf eine Konsole. Also da ist eine Serielle angeschlossen. Das sind einfach zwei Leitungen, einmal in die eine Richtung, einmal in die entgegengesetzte Richtung. Und da wird dann Bit für Bit rausgeschrieben, Buchstaben. Und Bit für Bit, das heißt, das ist jetzt auch ein Prozess, der tatsächlich echte Zeit dauert beim Ausgeben quasi. Ja, genau, ja. Ja, okay. Dann das ist ein Timing-Problem. Ja, hätte ich jetzt in unserem Kernel auch gesagt. Aber die Sache ist, es war halt sehr früh im Bootloader. Und es ist ein Single-Core-Prozessor. Also wir haben nur Code, der auf einem einzelnen Prozessor läuft. Und wenn das Linux läuft und man verschiedene Prozesse hat, dann will man natürlich Multitasking machen. Aber im Bootloader, wenn es halt wirklich nur darum geht, jetzt das Linux zu starten, wird halt oft kein Multitasking gemacht, sondern es läuft nur der eine Task los und dann passieren die Sachen halt hintereinander. Also der NAND-Flash wird eingerichtet, danach wird dann zum Beispiel das Netzwerk aufgesetzt und das läuft halt hintereinander. Mhm. Und ein Timing-Problem ist ja, wenn eine Komponente auf was anderes wartet, aber zu früh losläuft. Also es wird nicht lang genug gewartet. Aber auf was würde er dann hier warten? Das ist halt die Frage. Also es muss ja eine andere Komponente geben, auf die eigentlich gewartet werden sollte, aber es nicht tut. Das, ja, tatsächlich habe ich mir dann gedacht am Anfang, also es ist NAND und NAND benutzt Direct Memory Access. Kannst du das mal in einfache Worte bringen? Ja, also normalerweise, wenn ich jetzt unter Linux normal eine Applikation laufen habe, dann will ich ja nicht der Applikation Zeit wegnehmen, um Sachen vom Speicher zu lesen. Und deswegen haben moderne Prozessoren oft die Möglichkeit, dass man solche Sachen im Hintergrund macht. Da hat man dann eigenständige Hardware-Einheiten, die nichts anderes machen, als Bits durch die Gegend zu schieben. Und wenn sie dann fertig sind, dann sagen sie dem Prozessor, ich bin fertig, und dann kann der Prozessor auf diese Daten zugreifen. Und das wird tatsächlich gemacht für den NAND. Wir haben zwar nichts anderes zu tun in der Zeit, aber es ist trotzdem effizienter, dass wir dem NAND einfach sagen, ja, schreib mal hier die Daten rein und dann fragen wir die ganze Zeit den NAND, bist du fertig, bist du fertig, bist du fertig, bis er sagt, ich bin fertig und dann geht's weiter. Und da kann was schiefgehen? Ja, wenn wir jetzt nicht genau schauen, ob der NAND fertig ist, könnten wir vielleicht falsche Daten lesen vom NAND. Sollte eigentlich in der Zeit noch kein Problem sein, denn wir starten das Linux ja nicht. Wir setzen den NAND nur auf. Aber mit DMA kann man alles Mögliche kaputt machen. Also wenn ich das DMA falsch einstelle, dann überschreibe ich mich selbst. Also die Software. Ja, genau. Dem DMA ist es egal. Dem kriegt gesagt, er soll Bits von der Stelle zu der Stelle schieben. Und wenn ich da die Adresse falsch angebe, wo Sachen landen sollen, könnte ich mich auch damit selbst kaputt schießen. Also ich, der Bootloader in diesem Fall. Okay, also wo sind wir? Also wir haben ein Board, das ist neue Hardware. Du hast einen Bootloader drauf gehabt, der tat. Ja. Du hast das Backlight angemacht. Ja. Bootloader kaputt. Genau. Fehler ganz woanders. Ja. Was hast du dann gemacht?
Ja, also wie gesagt, ich habe mit Printfs geschaut, wo genau passiert ist. Und das Problem ist zwar, umso näher ich mich an der Stelle genähert habe, wo das ist, dann ging das Problem weg. Aber ich konnte wenigstens rausfinden, ah, okay, ich darf keine Printfs in diesen Bereich hinzufügen. Und dieser Bereich war halt im NAND-Code. Also ist, denke ich erstmal, okay, das scheint irgendwas mit tatsächlich mit NAND-Timing zu tun haben. Aber ich habe halt immer noch im Hinterkopf bewahrt, ja, wir haben auch gerade ein Hardware-Redesign gemacht. Vielleicht liegt es tatsächlich am RAM. Ja, und da habe ich dann erstmal gesagt, das sind die Probleme. Aber wie es halt so ist, gab es gerade wichtigere Sachen. Da habe ich erstmal die wichtigeren Sachen vorbeigemacht, denn ich hatte tatsächlich nur diese eine Konfiguration, wo es auftrat. Und da war, ja, und die bisher ist kein anderer da reingelaufen. Das habe ich dann zur Seite gelegt, damit ich das ja nicht kaputt mache. Habe mir notiert, welchen Compiler ich benutzt habe. Und habe erstmal die anderen Sachen gemacht. Und ja, wenn ich die fertig hatte, dann sollte ich mir dieses Problem wieder anschauen. Also du hast durchaus an dem Bootloader weitergearbeitet für das Board, aber einfach das Backlight nicht angeschaltet, oder was? Ja, genau. Das hast du vorher nicht erzählt. Das ist ja schrecklich. Also wir waren noch in der Entwicklungsphase, also da ist es halt auch gut, dass mehr Leute in diese Probleme reinlaufen, damit man halt auch besser versteht, woran es liegt. Also bei anderen Projekten handhabe ich das auch gerne so, wenn ich eine Warnung habe, ja, dann soll die Warnung da bleiben. Es erinnert alle, hier gibt es ein Problem. Und wenn jemand in anderen Situationen da reinläuft, dann hat man halt Informationen darüber. Also, solange es noch in Entwicklung ist, ist es okay, dass manche Sachen nicht gehen. Ja, aber irgendwann hast du es heile gemacht. Sonst wären wir nicht hier. Ja, genau. Irgendwann habe ich es heile gemacht. Im Monat danach hatte ich dann die Sachen, die ich davor machen sollte, fertig. Und dann habe ich mir halt das erste Mal angeschaut. Also richtig angeschaut. Da haben wir dann so eine kleine Konferenz einberufen. Jeder hat mal was dazu gesagt aus dem Kernel-Team. Wir haben auch ein paar Grafiker dazu geholt, damit sie nicht ausgeschlossen sind. Und die hatten eigentlich auch ganz gute Sachen, was sie da gesagt haben. Also bei Grafik haben sie halt viel auch mit Speicherbandbreite und so zu tun. Und ja, da hatten wir dann so ein paar Sachen aufgeschrieben. Liegt's vielleicht an den Caches? Also zwischen dem Hauptspeicher und dem Prozessor haben wir Caches. Und da können Daten drin liegen. Aber man muss halt aufpassen, wenn man zum Beispiel DMA macht, dann geht das DMA direkt in den Speicher und nicht in den Cache. Also muss man an bestimmten Stellen die Caches einfach leerräumen, bevor man dann wieder aus dem Speicher liest. Kann es vielleicht sein, dass wir da irgendwo was falsch machen oder generell irgendwas mit Caches falsch machen? Und da kam auch der erste Mal die Idee, liegt es vielleicht an Spekulation? Das ist eine schlechte Finanzthematik, ja. Ja, fast. Also wenn man Caches hat, will man die Caches ja auch füllen. Und am besten füllt man sie, bevor man sie braucht. Deswegen spekuliert der Prozessor, was könnte als nächstes laufen und versucht es schon in der Vorzeit in den Cache zu laden, sodass es, wenn dann soweit ist, ja, dann ist es dann schon da. Aber da hat man dann halt das Problem, wenn man eine Abfrage hat, ist jetzt x gleich 1. Dann gibt es ja eigentlich zwei Pfade und dann muss der Prozessor spekulieren. Er schaut, was findet er wahrscheinlicher und dann an der Stelle liest er. Das sollte eigentlich alles gut funktionieren, aber ja, wenn er sich vertut und dann irgendwo anders noch was falsch ist, könnte es sein, dass wir dann kaputte Daten irgendwo haben. Normalerweise werden sie verworfen, bei uns vielleicht nicht. Also das war halt sehr viel. Ja, es war einfach Brainstorming. Was fällt einem ein, was da dafür sorgen könnte? Und dann haben wir dann halt versucht, diese Probleme, diese Möglichkeiten durchzugehen und zu schauen, könnte es das sein? Aber bei populären Prozessoren ist doch noch nie irgendwas schiefgegangen mit spekulativer Ausführung, oder? Naja, im Jahr davor, glaube ich, war das, dass dann die Probleme mit Meltdown und Spectre veröffentlicht wurden. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist heute nicht Thema, aber ja. Wer hat das eigentlich rausgefunden? Die Person, die hole ich mir auch noch hierher, glaube ich. Ja, wo sind wir? Ihr habt Hypothesen gehabt. Ja. Cache ist kaputt,
Spekulation und so. Ja. Hast du das gemacht? Ja, das mit der Spekulation klang eigentlich ganz gut, denn das Szenario war, wir haben ja einen ARM-Prozessor und nicht alles, was man im Adressraum hat, ist tatsächlich Speicher, sondern man hat auch Geräte, zum Beispiel den NAND. Wenn man mit dem sprechen will, dann spricht man mit denen, wie als wäre er Speicher. Also man geht an die Adresse, schreibt einen Wert rein, der NAND bemerkt, schreibt an die andere Adresse einen Wert rein und dann liest man von dieser Adresse. Was wäre, wenn der Prozessor in den NAND-Bereich spekuliert? Dann liest er keinen Speicher, sondern er macht irgendwas. Vielleicht liest er an irgendeiner komischen Stelle und dann ja, ist der NAND irgendwie beleidigt und denkt sich, okay, jetzt zerschieße ich ihm den Speicher. Ach so, kommt der NAND-Bereich überhaupt in das ganze Thema mit rein? Ja, also das hängt halt im NAND-Code. Und der NAND-Code macht Sachen mit dem NAND-Bereich. Ja. Vielleicht spekuliert er ja, warum auch immer, in den NAND-Bereich. Also verspekulieren tut er ja die ganze Zeit. Das geht ja nicht anders, denn ja, also er hat eine Abfrage, dann muss er sich für was entscheiden. Sonst wäre es keine Spekulation. Sonst ja, kannst du das einfach genau. Ja, so wird es sein. Ja. Ja, und da wollten wir uns das mal anschauen. Also liegt es vielleicht daran, dass wir uns im NAND-Bereich oder irgendwo spekulieren und dass das komische Effekte hat. Und ja, da habe ich dann auch das erste Mal Code geschrieben dafür, aber hat leider nichts gebracht. Ja, also man kann der Einheit, die da die Spekulation macht, das ist der Instruction Prefetcher, man kann dem sagen, hier darfst du hinspekulieren, hier darfst du nicht hinspekulieren. Also das sagt man nicht so ganz explizit. Man sagt, diesen Bereich darfst du nicht ausführen. Und wenn du dann einen Bereich als nicht ausführbar markierst, wenn er sich da hinspekuliert, dann sieht er, ich darf nicht ausführen, dann mache ich da nicht weiter. Ja, das Problem ist, du kannst nicht wirklich schauen, ob du das für so den NAND-Bereich richtig gemacht hast. Also ja. Das mit dem Ausführen, Verbieten für bestimmte Speicherbereiche, das macht man ja auch allgemein, wenn du einen Browser hast und der holt sich jetzt HTML-Seite aus dem Internet, ja, dann packt er dir einen Speicherbereich, die halt als den würde ich jetzt besser nicht ausführen, markiert ist. Genau, ja. Also den kann man lesen und schreiben, aber nicht ausführen. Ja, im Bootloader ist es ein bisschen mehr Wilder Westen, denn der Bootloader läuft halt als ein einzelnes Programm und dieses Programm im normalen Betriebssystem hast du ja verschiedene Komponenten. Zum Beispiel hast du einen Loader. Dieser Loader ist dafür zuständig, dass er Programme in den Speicher lädt. Und ein Programm, das sowas macht, muss natürlich Speicher schreiben und dann tatsächlich auch ausführen. Denn es liest ja irgendwo, schreibt es und führt es aus. Und der Bootloader ist halt in der Position, dass er sich selbst erstmal laden muss, bevor er das Linux lädt. Und deswegen muss er Speicher schreiben, muss den modifizieren und das macht er für sich und fürs Linux. Deswegen, ja, nimmt man es da nicht so genau mit den Berechtigungen, Speicher schreibbar und ausführbar zu machen. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist, dass alles außerhalb, was nicht Speicher ist, das will man nicht ausführen. Das ist nicht gut. Und ja, ohne Spekulation macht man das ja nicht, da stürzt man ab. Aber mit Spekulation könnte es sein, dass das passiert. Und da war halt erstmal die Idee, ja, markieren wir alles außerhalb des Speichers als nicht ausführbar, damit da nicht hinspekuliert wird. Aber das Problem trat dann immer noch auf. Ärgerlich. Ja. Was hast du dann gemacht? Ja, dann haben wir den Hardware-Debugger rausgeholt. Also rausgeholt ist ein großes Wort, den kann man einfach auf eBay kaufen, aber er brauchte so ein spezielles Adapterkabel, was teurer war als der Debugger, also als die Hardware selbst. Aber als wir dann die bestellt haben, dann konnten wir halt mal mit dem Hardware-Debugger draufschauen und ja, versuchen zu verstehen, was passiert denn eigentlich genau beim Abstürzen. Denn das war halt nicht genau, also es sah immer anders aus, es sah nie gleich aus. Manchmal blieb es einfach nur hängen. Man sieht überhaupt keine Ausgabe, es bleibt hängen, man kann nichts machen. Ein paar andere Male hat er tatsächlich falschen Code ausgeführt,
das sieht man dadurch, dass es abstürzt. Und da hatten wir einen Interrupt-Händler. Also der Interrupt-Händler läuft, wenn ein Interrupt passiert oder eine Exception. Also ihr findet, was Unerwartetes passiert, dann läuft er. Und Staplern Begriffen, die wir nochmal erklären müssen. Ja, Wollen wir beim Hardware-Debugger anfangen? Ja, was ist das für ein Gerät? Wie schließt man das an? Okay, dann zurück zum Hardware. Was kann man sehen damit überhaupt? Gut, ja. Also Prozessoren sind komplex, viele komplexe Einheiten und man will schon irgendwie direkt mit diesen Einheiten reden können. Und deswegen haben viele Prozessoren als Seiteneingang ein Hardware-Debug-Access-Port, glaube ich, ist da der richtige Begriff. Und mit einem Hardware-Debugger kann man halt direkt mit dem Prozessor reden, ohne da Code auszuführen. Deswegen kann ich jetzt, während der Prozessor ganz normal Code ausführt, ihm sagen, stopp. Und dann kann ich an der Stelle mal schauen, was da der Zustand im System ist. Wie viele Leute kennen das wahrscheinlich unter JTAG-Adapter oder sowas? Also, dass man den JTAG-Adapter rausholt. Jo. Genau. So kann man es auch nennen. Ja. Also du kannst dann in den internen Zustand des Prozessors reingucken. Genau, ja. Und ja, da wollten wir mal schauen, was passiert denn genau, wenn er gerade abstürzt. Also Wir haben bisher ja nur die Symptome gesehen. Manchmal hängt er sich weg. Manchmal läuft er weiter, aber Daten sind korrupt. Das sehen wir dadurch, weil er ja so Debugging-Nachrichten rausschreibt. Er schreibt, was er gerade macht. Und manchmal stand im Text was komplett Falsches, also was überhaupt gar nicht im Programm vorkommt. Also zum Beispiel AYZ gibt's nicht. Da sollte eigentlich irgendwas anderes stehen. Aber das stand da auf einmal da. Also da sind Daten kaputt gegangen. Ja. Und manchmal sind Instruktionen kaputt gegangen. Also Befehle, er wollte den Befehl ausführen. Aber da stand da mal irgendwas ganz anderes, womit er nichts anfangen kann. Und dann ist er abgestürzt. Und ja, da wollten wir mal mit dem JTAGger draufschauen, was haben die irgendwas gemeinsam, diese Symptome? Was tut sich da wirklich in dem Zeitpunkt, wo es kaputt geht? Und? Ja, das Problem konnte sich nicht nachstellen lassen, sobald wir mit dem JTAGger durchgesteppt sind. Also was der JTAGger halt Lustiges kann, ist, er kann Befehle eins nach dem anderen ausführen. Einfach, er führt tatsächlich nur einen Befehl aus, bleibt stehen, man kann schauen, was passiert. Und da wir schon eine Ahnung hatten, wo es passiert, haben wir gesagt, okay, in diesem Bereich lauf mal Schritt für Schritt durch und dann schauen wir, was sich tut. Ein Problem ist weg, lässt sich nicht nachstellen. Das erinnert jetzt ein bisschen an Print-K. Ja, ja. Bei Print-K kann ich es ja noch verstehen, ein bisschen, aber beim JTAGger kannst du halt Sachen sehr lange anhalten, viel länger als ein Print-K. Und wenn ich jetzt 5 Minuten lang hier stehen bleibe und dann weitermache, würde ich ja hoffen, dass das nicht wieder auftritt. Nee, tritt trotzdem auf. Aber ich konnte es schon mal ein bisschen eingrenzen, dass in einem kleineren Bereich irgendwo im NAND-Code da ein Problem ist. Also das Problem tritt da auf. Ich weiß nicht tatsächlich, ob da ein Problem ist. Ja. Aber was man mit dem JTAGger machen konnte, wenigstens, ist, dass man in die Caches schaut. Also wir hatten ja die Theorie, vielleicht liegt es an den Caches. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn wenn man aus dem Speicher liest, dann gehen die Sachen ja automatisch in den Cache. Also liest man mit dem JTAGger direkt den Speicher oder liest man den Speicher durch den Cache durch? Das kann man beides machen, aber wenn man durch den Cache durchlesen muss, da muss man halt schon sehr komplexen Code dafür schreiben. Aber da gab es halt eine leicht andere Möglichkeit. Im Cache ist ja markiert, ob der Speicher direkt aus dem RAM kam oder er schon mal geändert wurde. Deswegen lesen wir einmal ganz normal durch den Cache den Speicher, speichern uns das weg und dann weisen wir den Cache an, dass er alle Veränderungen wieder in den Speicher zurückschreibt. Und dann löschen wir einfach die Caches. Und dann lesen wir nochmal vom Speicher. Jetzt haben wir zwei abbildet. Wir haben zweimal vom Speicher gelesen. Einmal durch die Caches. Einmal mit den Caches gelöscht. Aber wir haben ja vorher alles, was sich geändert hat in den Caches, in den Speicher geschrieben. Annahme, die sollten komplett identisch sein. Aber waren sie nicht. Da standen falsche Sachen drin. Und diese falschen Sachen können nicht vom Prozessor gekommen sein. Denn dann hätten sie das Dirty Bit gesetzt, nämlich, hey, ich habe mich verändert, weil der Prozessor mich angefasst hat.
Also irgendjemand anders hat da, ja, weiß ich nicht, also im Cache ist was drin, was nie im Speicher war. Und das hätte jetzt entweder beim ersten Rausschreiben falsch gemacht werden können, beim Zurücklesen, oder DMA hat dazwischen gefunkt. Ja, DMA kann natürlich auch sein, denn auf dem Prozessor ist DMA, also das hat einen Begriff, nämlich ist der DMA ist nicht cache-kohärent. Das heißt, es gibt keine Synchronisation, dass, wenn DMA passiert, die Sachen auch tatsächlich im Cache landen. Das heißt, du musst, wenn du daraus aus dem Bereich, wo du DMA reingeschrieben hat, lesen möchtest, musst du vorher deine Caches ausleeren. Und dann darfst du daraus lesen? Genau. Ja, also wenn ich einem Gerät was schicken will, dann muss ich meine Caches sauber halten, indem ich sie in den Speicher reinschreibe. Und wenn ich dann von einem Gerät was empfangen will, was da schon im Speicher ist, muss ich dann meine Caches wegschmeißen, nicht zurückschreiben, wegschmeißen und dann aus dem Speicher lesen. Okay, wo waren wir? Es waren falsche Daten im Cache. Ja, genau. Und dann gilt es halt rauszufinden, wie sind die da gelandet. Okay, dann war wieder Cache in den bisschen in der, also ja, das Problem ist im Cache, aber vielleicht liegt es ja doch an DMA-Problem. Kurz darauf habe ich aber ein Barebox-Update gemacht, also vom Bootloader-Update. Und dann trat das Problem gar nicht mehr im NAND-Code auf, sondern früher, bevor überhaupt irgendwas an der Hardware geändert wurde. Und ja, das hat dann diese Theorie natürlich aus dem Fenster rausgeworfen. Also ja, der Cache ist kaputt, DMA ist es nicht. So früh läuft noch kein DMA, beziehungsweise so früh haben wir eigentlich noch gar keine Hardware außer dem Speicher tatsächlich und dem Caches angefasst. Also Cache-Problem, aber nicht wegen DMA. Ja. Und dann hat es auch schon ein bisschen angefangen, einen zu frustrieren. Und nein. Ja, und da habe ich mir gedacht. Nach wie vielen Monaten schon? Ja, da war nur ein Monat vergangen. Okay. Oh, okay. Ja. Und da habe ich mir gedacht, also wir haben uns gedacht, vielleicht ist doch die Hardware schuld. Also, also es ist neue Hardware und Speicher ist schon sehr schnell. Und da muss man halt sehr genau die einstellen, wann die Daten, die jetzt der RAM-Baustein der CPU schickt, wann man die auch tatsächlich einlesen darf. Und wenn man das nicht so genau macht, ja, dann kann man halt auch falsche Daten lesen. Und ja, vielleicht liegt es daran. Vielleicht sind einfach die Leitungen auf dem Board falsch lang. Also jedenfalls, ja, das Problem ist vielleicht bei den Hardwerkern. Auf jeden Fall. Ja. Was hast du gemacht, um herauszufinden, ob es wirklich so ist? Ja. Oder was passiert ist. Also wir hatten ja noch ein paar andere Ideen, zum Beispiel das mit dem Execute Never und so. Also habe ich da erstmal Patche gemacht für die anderen Probleme, auch wenn sie das Problem nicht gelöst haben. Es waren trotzdem potenzielle Probleme, wo wir da reinlaufen konnten. Und ja, da haben wir die Errata-Sheets von den Herstellern durchgeschaut. Also die Hardware ist komplex, da gibt es Fehler drin. Und wenn diese Fehler gemeldet werden, dann wird natürlich, also oft gibt es dann ein Errata-Sheet und da steht dann drin, ja, dieses Problem kann in diesen Situationen eintreten und so repariert man das. Und da gab es auch ein paar neue dabei, die wir nicht auf dem Schirm hatten, die auch sogar tatsächlich in Linux noch nicht workarounded waren. Dann haben wir die mal eingebaut, die Fixes dafür, aber hat nichts gebracht. Und ja, dann wollten wir nochmal schauen auf die ob das vielleicht tatsächlich ein Board-Problem ist. Also was wir halt als Softwerker machen können, wir können Stresstest laufen lassen. Der liest dann die ganze Zeit vom Speicher, schreibt in den Speicher und schaut, was er geschrieben hat. Kann er das genauso zurücklesen. Und er spielt dann auch ein bisschen mit der Frequenz vom Speicher, so dass er halt vielleicht eher in die Situation kommt, dass was kaputt geht. Okay, also wenn es bei den paar Bytes auftritt, die Barebox groß ist, dann sollte es erst recht auftreten, wenn du halt so einen Stresstest machst. Genau. Wirklich mal. Ja, der Stresstest geht halt auch sehr viel höher als die Frequenz, mit der er eigentlich eingestellt ist, um halt tatsächlich, also eigentlich ist es dafür gedacht, dass man einen Mittelwert ermittelt, so dass man, wenn es kalt ist, warm ist, dass man halt irgendwie einen guten Mittelwert hat. Natürlich, optimalerweise macht man das auch in einem Klimaschrank. Also bei vielen Temperaturen schaut man bei vielen Frequenzen, dass es passt.
wir waren noch früh in der Entwicklung, ich hatte es nur auf meinem Schreibtisch gemacht, aber da ist es eigentlich normal warm immer. Mhm. Also wird jetzt nicht an der Temperatur liegen, das ist tatsächlich über den ganzen Tag aufgetreten, nicht nur früh morgens, bevor ich die Heizung angeschaltet habe. Und ja, Stresstest läuft, vielleicht ist es halt aber trotzdem ein Problem, dass wir nicht mit dem Stresstest sehen. Deswegen haben wir die Hardware-Entwickler gefragt, dass sie doch mal schauen, ob sie dann da nicht was finden, dass da vielleicht zum Beispiel eine Spannung einbricht, warum auch immer zu der Zeit, wo es auftritt. Ja, leider kam dann zurück. Sie haben das offizielle Board vom Hersteller umgelötet und ihren Flash drauf, also ihren Flash, da wo die SD-Karte ist, glaube ich, haben sie ihren Flash dran gelötet oder irgend sowas in der Art, so dass die Hardware in entstellter Weise genauso aussah wie ihre oder sowas. Und ja, dann konnten sie halt zeigen, hey, das ist nicht nur bei unserem Board so, das ist auch bei einem anderen Board so. Seid ihr sicher, dass es nicht ein Softwareproblem ist? Und da war der Ball wieder bei mir. Ja, und mit den Erkenntnissen, dass das Problem auch auf dem Board vom Hersteller nachstellbar ist, waren wir eigentlich an dem Punkt, ich war eigentlich fester Überzeugung, dass, also wenn wir was komisch machen, dann machen es doch alle komisch. Also ich habe den Code komplett durchgelesen, ich habe ihn verglichen mit anderen Projekten und andere Bootloader-Projekte. Also ja, ich habe ihn mit U-Boot verglichen, ich habe ihn mit Linux verglichen und eigentlich sieht es ja richtig aus, was wir da machen. Ich habe auch verglichen mit der Dokumentation von dem, also von ARM, von dem Prozessorhersteller, wie solche Sachen eigentlich funktionieren sollen. Sieht eigentlich richtig aus. Und da wir das jetzt auf anderer Hardware nachstellen konnten, habe ich mich dann dran gemacht, das Problem so weit zu isolieren, dass man das auch mit der Software vom Hersteller nachstellen kann. Also der Hersteller hatte ein bisschen älteren Bootloader. Also ich glaube, das war ein U-Boot 2017 oder so. Und ja, da wollte ich es halt mit U-Boot 2017 nachstellen, um ihm zu zeigen, ja, hey, das Problem tritt auch bei euch auf. Seid ihr sicher, dass ihr nicht irgendwie ein Erratum habt, das das verursachen könnte? Ja, das war halt, ja, das war schon ein bisschen spaßig, das runterzubrechen. Wie hast du es runtergebracht? Und wie weit? Ich habe ein kleines, also das Problem war ja, wenn ich da zum Beispiel ein Printf hinzufüge, war das Problem ja weg. Was macht denn das Printf anders, außer Timing? Es verschiebt Code, der danach kommt. Deswegen will ich die Sachen löschen, ohne dass sich die Sachen, die ich nicht lösche, verschieben. Da habe ich ein Programm geschrieben, das dann den Bootloader reinnimmt und dann sage ich, lösch mal diese Funktion. Und dann patcht er das Programm und löscht halt nur diese Funktion und ersetzt sie durch Breakpoints, also durch Instruktionen, die, wenn sie laufen, das Programm stehen bleibt. Aber damit habe ich dann nur den Code ausgeschaltet, der eigentlich nie angesprungen wird. Entweder, weil dieser Pfad wird gar nicht genommen oder das passiert halt viel später. Also der Code wird eh nicht ausgeführt und dadurch, dass ich ihn halt komplett mit Breakpoints überschreibe, kann ich dem Hersteller sagen, ja, hey, der Code da hinten, der läuft gar nicht. Ja, sonst würde also, er... Sonst wäre es in den Debugger raus genau, passiert. Ja, sonst hätte wäre der Debugger... also kurz bevor es lief, gab es ein Printf und so weit ist er gekommen und dann lief er halt in den Fehlerfall und alles andere habe ich dann einfach mit diesem Programm eliminiert. Und dann konnte ich halt auch ganz gut schauen, wo ist denn eigentlich die magische Stelle, wenn ich da einen Breakpoint reintue, dass es weggeht. Und da habe ich dann eine Stelle gefunden, die in der Funktion war, die nie ausgeführt wird. Also ja, also wohl doch Spekulation. Denn da kommt er nie vorbei. Ich habe davor einen Breakpoint gemacht, danach einen Breakpoint gemacht und im Hardware-Debugger habe ich in der Mitte einen Breakpoint gemacht. Das läuft, da läuft er nie rein. Aber ja, wenn ich da an der Stelle was ändere, geht's kaputt. Also du hast wiederholbar. Also du hast ein Stück Software gebaut und es ist wiederholbar, geht es immer an derselben Stelle kaputt, die nachweislich nie ausgeführt wird. Genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, was kann ich da dran ändern, dass es vielleicht funktioniert? Und dann waren zwei Instruktionen, die habe ich einfach vertauscht. Die haben keine Abhängigkeiten aufeinander. Die machen einfach, die werden ja sowieso nicht ausgeführt, aber die haben auch keine Abhängigkeiten aufeinander. Und dann habe ich sie einfach ausgetauscht. Und dann war das Problem weg.
Also habe ich jetzt zwei Programme, die unterscheiden sich tatsächlich nur in 4 Byte. Das und die eine, werden in der unterschiedlichen Reihenfolge nicht ausgeführt, ja? Genau. Zwei Programme sehen komplett genau gleich aus. 4 Byte sind unterschiedlich. Und ja. Und das eine funktioniert, also funktioniert im Sinne von, es läuft. Ja, es läuft einfach komplett durch. Aber natürlich, wenn ich da mein Programm drüber laufen lasse, das alles Mögliche wegräumt, dann, ja, dann funktioniert jetzt nicht mehr besonders gut. Ja, aber am Ende konnte ich dann noch ein Printf reinbauen, das da sagt, alles ist gut. Und dieses alles ist gut lief, wenn alles tatsächlich gut war und lief nicht in dem schlechten Fall, wo diese nie ausgeführte Instruktion irgendwie, ja, den Prozessor beleidigt hat, irgendwas in der Art. Hat es immer dasselbe gemacht, wenn es gecrashed ist? Ja, also manchmal hing es ja, manchmal waren die Daten kaputt, also was er da rausschreibt, war falsch und manchmal, ja, hat er einfach in einem Endlosschleife ist er immer abgestürzt. Also wenn er einmal abstürzt, läuft ja der Exception-Handler und da ist er nochmal abgestürzt und dann läuft der Exception-Handler, da ist er nochmal abgestürzt und dann schreibt er die ganze Zeit, dass irgendwas abgestürzt ist und ja, das macht er die ganze Zeit weiter. Also die Lösung ist gefunden. Du nimmst deinen Bootloader an sich, ja? Weißt du noch, den mit dem angeschalteten Backlight? Ja. Und dann guckst du, welche Instruktionen du tauschen musst. Ja. Ja, also wir ja, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Wenn man Caches ausschaltet, war das Problem auch weg. Aber spätestens im Linux wollen wir Caches anschalten, sonst ist es wirklich sehr langsam. Und ja, also wir haben ja gesehen, dass die Caches falsch sind. Wir haben gesehen, dass wir es anderswo nachstellen können. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob da vielleicht im Speicher nicht was kaputt ist, also in der Speicheranbindung. Haben halt gesehen, im Board vom Hersteller soll es eigentlich, tritt es auch auf. Kennt sich aus. Ja, und da sollte es ja eigentlich gehen. Wir haben auch natürlich angeschaut, was der Bootloader vom Hersteller so alles einstellt. Und da gab es halt solche Sachen wie, die RAM-Kalibrierung liefert falsche Werte. Deswegen wird per Hand jetzt was gefixt. Ja, okay, wenn sie es per Hand fixen, sollen wir das vielleicht auch machen. Aber ja, also wenn wir es damit nachstellen können, dann kann man es halt auch dem Hersteller zeigen. Hey, hier kann man es nachstellen. Und ja, mit dem Programm, das ich da geschrieben habe, um einzelne Teile zu eliminieren, habe ich dann halt auch komplett das Cache-Handling ausgebaut aus dem Bootloader. Also der Bootloader macht tatsächlich nichts anderes, außer dass er Sachen auf die Serielle schreibt und dass er Sachen durch den Speicher schiebt. Und das ganze Cache einstellen und so weiter und RAM einstellen, das habe ich dann mit dem Bootloader vom Hersteller gemacht. Und da konnte ich halt zeigen, ja, da ist jetzt euer Bootloader. Wenn ich die Caches anlasse und dieses Programmchen da anspringe, dann geht's kaputt. Wenn ich die Caches ausschalte und dieses Programmchen anspringe, dann läuft's okay durch. Das Programmchen war natürlich immer noch ein bisschen größer, als ich es haben wollte, aber ja, der Großteil war halt rausgeschmissen. Was hast du gemacht damit? Ich wollte noch ein bisschen irgendwie beweisen, ja, hey, ich mache nichts Falsches. Und da kam mir die Idee, wie kann ich beweisen, dass ein Programm nicht auf was zugreift, was es nicht soll. Und dann, das Programm war halt schon so weit gepatcht, dass ich es einfach unter Linux ausführen konnte. Ich habe es unter Linux dann an die Stelle in Speicher geschoben, wo es normalerweise liegen würde, und habe es angesprungen. Und habe dann halt noch die Serielle auch an die Stelle gemappt, wo ich sie haben will. Und dann hat er gesagt, ja, all is good. Dann, ja, unter Linux läuft's. Unter eurem U-Boot jetzt nicht. Also ich habe auch den damals aktuellen U-Boot benutzt, da lief es auch nicht. Und ja, mit diesen Erkenntnissen wollte ich dann zum Hersteller gehen und da zeigen, ja, hier dieses Programm, das macht nichts Falsches, das könnt ihr auch verifizieren, aber es geht trotzdem kaputt. Kann ich, soll ich mal eine Vorhersage machen, was sie gemacht haben? Warum nimmst du nicht unseren U-Boot, der funktioniert? Habe ich ja, aber ich will ja schon irgendwas anderes danach anspringen können. Das ist halt das Problem dabei. Wenn man es nicht versteht, kann man ja nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann später passiert. Ach, da passiert schon nichts. Ja. Ja gut, nein, was war die wirkliche Antwort? Was ist passiert? Ich habe es geschickt. Sie haben gesagt, sie schauen, dass jemand sich das anschaut.
Da kam noch Feedback, ja, kann ich das nicht aufs Forum schreiben? Vielleicht läuft irgendjemand anders rein. Habe ich dann auch gemacht und ja, habe dann halt gewartet, dass sich vielleicht jemand meldet. Erfolgreich? Nein, ich wollte nicht zu lange warten und ein paar Tage später habe ich mir gedacht, also es gibt ja das ARM, das ist das ARM Architecture Reference Manual. Das ist ein sehr fettes Reference Manual, aber ich habe mir gedacht, ich könnte doch jeden Tag mal ein bisschen daraus lesen. So. Möchtest du es vielleicht irgendwann mal vor Kamera vorlesen? Also? Damit können wir sehr viele Folgen filmen. Ich glaube, bis wir durch sind, gibt es vielleicht schon eine geupdatete Version vom ARM Architecture Reference Manual. Das machen sie ja für durchgängiges Vorlesen. Ja, genau. Also die unterscheiden halt zwischen dem ARM und dem ARM-TRM. Also das ARM ist halt für die ganze Gruppe an Prozessoren, für die, jetzt hier war das ein ARM-V7-Prozessor und das TRM ist dann halt für einen speziellen Prozessor. Und ja, wenn du halt ein Dokument schreibst, das halt viele verschiedene Prozessoren abdeckt, also wie sie sich verhalten, das ist schon groß. Ja. Mhm. Bin ich übers Wochenende irgendwie an einem Bahnübergang, lese ich ein bisschen, warte ich irgendwie beim Arzt, lese ich ein bisschen, habe ich es halt aufs Handy, ich habe es nicht ausgedruckt, das wäre schon sehr viel zum Mitschleppen. Und ja, habe dann halt gewartet und dann habe ich ein paar Wochen später endlich die Stelle gefunden, die erklären würde, warum es auf die Bretter geht. War sie rot markiert und hat geblinkt? Das stand wirklich schwarz auf weiß. Ich kann hier einen Teil vorlesen. The execute never attribute is not checked for domains marked as manager. Therefore, the system must not include read-sensitive memory in domains marked as manager. Because the execute never bit does not prevent speculative fetches from a manager domain. Ja, klingt ein bisschen komplex, aber was da gesagt wird, ist, ja, unsere Annahme ganz am Anfang, dass wir das execute never bit setzen müssen für I.O. Memory, ja, das war tatsächlich das Problem, aber da der Bootloader seinen Speicher in ein, der Bootloader lief quasi in eine manager domain, wo halt diese ganzen Einstellungen überhaupt keinen Effekt haben. Also du kannst Sachen als nur lesbar setzen, ist ihm egal. Du kannst Sachen als nicht schreibbar, also ja, kannst Sachen als nicht ausführbar ersetzen, ist ihm egal. Und ja, das ist doof. Also das ist ein Modus des Prozessors. Genau. An anderer Stelle steht, ja, das wird in Zukunft abgeschafft, aber du musst es trotzdem eigentlich so einstellen. Aber ja, das war halt ein, das ist halt, ja, es war halt eine Sache, die mit dem Sprung von ARM-V6 auf ARM-V7 ging das halt, hat es halt weiter funktioniert. Aber ja, so wie ich das verstehe, unter ARM-V6 musste man eigentlich das nicht machen, damit er nicht dahin spekuliert. Mit ARM-V7 war es dann doch nötig. Jo, oder ARM-V5? Naja, jedenfalls. Man ging auf einen neuen Prozessor, der Code hat sich eigentlich weiterverhalten, ganz normal, nur konnte er jetzt in Stellen spekulieren, wo er eigentlich nicht hin sollte. Und der Cortex-A7 war halt, ja, ist jetzt nicht so ein neuer Prozessor, aber der hat schon einiges mehr spekuliert als die vorher, deswegen ist da das Problem aufgetreten. Aber als ich dann wusste, ah, okay, ich muss hier dieses Manager-Domain ausschalten und das Client-Domain benutzen, da konnte ich da dann rausfinden, wo er sich hinspekuliert hat. Und das war ganz lustig, denn der Prozessor hat, glaube ich, bis 4 GB RAM unterstützt. Aber in einem 200, also, ja, und er hat sich, wir hatten ja noch 512 MB RAM, und er hat nach dem Ende vom RAM spekuliert, nämlich in der Stelle, wo eigentlich RAM sein kann, aber bei uns kein RAM war. Und ja, also gilt es nicht nur alles, was nicht RAM ist, als zu markieren als execute never, sondern man muss tatsächlich auch den Bereich vom RAM, der gerade nicht für RAM benutzt wird, als execute never markieren. Das hatten wir schon gemacht, aber man muss halt in die Client-Domain. Das ist ein sehr unspektakulärer Patch. Also an der einen Stelle steht da Set Domain Manager. Nein, da soll Set Domain Client drin stehen. Jo.
Jetzt, da ich es wusste, habe ich natürlich geschaut, macht es Linux richtig? Ja. Macht es Barebox richtig? Nein. Macht es der U-Boot vom Hersteller richtig? Nein. Macht es Upstream-U-Boot richtig? Nein. Obwohl, okay, das gleiche Problem hatten Leute mit einem anderen Prozessor gehabt. Das war etwa vor 2016 hatten sie das Problem. Und leider haben sie es nur für ihren bestimmten Prozessor repariert. Obwohl, ja, obwohl es, also an einer generischen Stelle wird es eigentlich eingestellt. Im U-Boot jetzt, ja. Genau, ja, in einer generischen Stelle wird es im U-Boot eingestellt. Aber sie haben es leider nur als quasi als Fix-Up bei sich dann wieder zurechtgebogen. Also in ihrem U-Boot-Fork? Oder ist das nee, das haben sie tatsächlich auch Mainline gebracht, aber halt nur für ihre Art Prozessor. Da hat leider nicht die richtige Person drauf geschaut, um zu sagen, soll das nicht eigentlich jeder brauchen? warum sind sie damit davongekommen? Puh, also da habe ich jetzt nicht die Mailinglisten gelesen, aber... Ah nee, nein, warum ist U-Boot auf allen Prozessoren damit davongekommen? Ah, so meinst du das? Ja, ja, also er hat 4 Mega, also der Barebox, aber auch der U-Boot lädt sich eigentlich immer an den Ende vom Speicher, so dass er dem Linux nicht im Weg steht. Dann kann das Linux halt ganz viel Speicher am Stück haben. Also am Ende des echten physikalischen Speichers, aber dahinter kommt noch ein Bereich, wo noch mehr Speicher sein könnte, aber es kommt halt drauf an, wie groß dein RAM-Baustein ist. Genau. Und wir hatten da irgendwie Pech dadurch, dass aus irgendeinem Grund hat der Prozessor bei der Spekulation zweimal sich, erstmal hat er sich dahin spekuliert an die Stelle, wo eigentlich nie hinlief. Da, wo ich, wenn ich einen Breakpoint setze, dann passiert da nichts. Und dann hat er sich von dort aus hinspekuliert, 4 Megabyte, tatsächlich 4 Megabyte ist er gesprungen, nach dem Ende vom RAM. Und auf den EMX-Prozessoren ist es so, dass wenn du Speicher, also nach dem Ende deines tatsächlichen Speichers auf was zugreifst, dann bleibt der Prozessor einfach hängen. Aber, ja. Aber ist er bei dir nicht hängen geblieben? Die wahrscheinlich die Einheiten, die also der Cache hat ja auch eine eigene Anbindung an den RAM. Und ich glaube, auf der Plattform hatte er 4 Einheiten. Und die haben sich wahrscheinlich eine nach dem anderen weggehängt, bis da gar nichts mehr ging. Und dann, ja, dann hat man auf einmal falsche Daten gehabt. Also, ja. Aber man kann da jetzt nicht die Finger auf die Hardware zeigen, denn das steht ja eigentlich im Architecture Reference Manual drin. Auf Seite? Das weiß ich nicht mehr, welche Seite das war, aber ja, das stand ach, da drin. Aber ja. Aber der Code gab es schon eine Weile. Also jetzt, ja, also er ist vor dem Fork von Barebox von U-Boot entstanden. Also das ist ja schon eine Weile her. Aber ist halt auf unterschiedlichen Wege genau so entstanden. Vielleicht hat einer von anderen immer auch ein bisschen abgeschaut. Aber ja, das war halt so. Und ja, es war ungünstig. Ja, das habe ich dann geschrieben. Habe dem Hersteller geraten, dass sie das doch reparieren mögen, wenn in ihrem Fork und vielleicht da auch upstream. Und im Oktober, also ich hatte ja angefangen im Januar, und im Oktober gab es dann auch endlich Patches, die das im Barebox repariert haben. Ja. Ja, den habe ich mir angeguckt. Genau, etwa 10 Zeilen. Ja, ja, das war deine Geschichte, oder? Hast du noch was dazu? Puh, was soll ich dazu noch sagen? Also, ja. Also ich war die ganze Zeit über amüsiert. Also, ja. Das Ziel des Podcasts ist erreicht. Ja, 2 Jahre später ist dann wieder jemand in das Problem reingelaufen. U-Boot? Im U-Boot. Und, okay, ja, da hat sich eigentlich nicht jemand drum gekümmert und da wollte er es auch bei sich reparieren. Aber da habe ich dann ja, geschrieben. Also nur für seinen Herstellerzweig? So. Ja, quasi. Ja, das sollte man doch eigentlich an einer gemeinsamen Stelle machen. Ja, aber vielleicht machst du ja was kaputt. Ja, aber das Risiko musste eingehen, denn das kann ja nicht sein, dass jeder da immer reinläuft. Also ja, im Barebox hat das auch Sachen kaputt gemacht, leider. Aber da müssen halt Leute reinlaufen und dann muss man halt rausfinden, dass, ja, da muss man halt
Also weil jetzt Speicherbereiche nicht mehr ausführbar markiert waren, die aber doch schon durchaus dafür gedacht waren? Also gedacht ist vielleicht ein großes Wort, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Secure Boot macht, dann springt man tatsächlich in den ROM-Code wieder zurück. Und der war dann als nicht ausführbar markiert. Dann springst du in den ROM-Code zurück, um zu, ja, zum Beispiel zu schauen, bin ich jetzt Secure Booted oder nicht. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber er springt zurück und da geht es natürlich kaputt. Oder er läuft aus dem, ja, das mit dem SRAM, das habe ich noch abgehandelt. Aber wenn du ja halt in den ROM-Code springst, dann musst du halt auch sagen, hey, da will ich auch zurückspringen können. Das kannst du natürlich nicht an generischer Stelle machen. Aber das ist halt das Richtige. Das musst du halt machen, musst halt in Kauf nehmen, dass Sachen kaputt gehen. Und dann müssen sich diese Leute halt melden und dann musst du es halt reparieren. Denn die Beschreibung, was man machen darf, war halt inkomplett. Und das kannst du halt nicht reparieren, indem du dann sagst, ich mache es nur immer für jeden, der in das Problem reinläuft. Ja, das musst du halt an einer Stelle reparieren und ja, dann den Fallout fixen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Ende. Oder? Ja. Ja, oder? Ja, ich glaube, dann war das jetzt die erste Folge unseres Podcasts, der übrigens noch keinen Namen hat. Wir haben ein paar Vorschläge. Ich könnte sie dir jetzt pitchen, aber ich glaube, das findet sich in der Post. Ja. 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 Ja, das war unser Podcast. Und wenn er euch gefallen hat, wenn er genug Leuten gefallen hat, dann sehen wir uns in der zweiten Folge. Hören. Geht ja ums Hören. Ne? Ja, also ich freue mich, anderen Leuten zuzuhören. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.